Ja, ein kleines Mini-Video noch. Akkutausch, iPhone 7 Plus. Wie geht das? Wie machen wir das? Wie kann man es richtig machen? Wie macht man es nicht? iPhone 7 Plus. Erstmal noch ganz kurz dazu gesagt: Bei uns bekommt in der Regel jedes Gerät, was zur Reparatur kommt, erstmal so eine Service-Schutzfolie. Einfach deswegen, weil dann einfach sowas gemacht werden kann und auch mal sowas und auch mal sowas. Und es nicht danach heißt: Oh, das war aber noch nicht. Und hier habe ich auch noch was. Und den Grazer hatte ich auch noch nicht. Was ich manchmal sehe, alles, wie die Leute mit den Geräten da rumschmeißen. Naja. Ja. So, das Gerät habe ich schon geöffnet. Geht es nur um den Akku? Schließen wir müssen natürlich auch. Hier oben muss ich noch das PhoneFlex-Kabel entfernen. Display wurde hier schon mal gemacht, deswegen sind die Schrauben hier minimal ausgefotzt. Gut. Dann PhoneFlex-Kabel weg. So, Akku. Wie machen es jetzt viele? Wie macht man es eigentlich nicht? Jetzt kommen viele her und sagen: Ah ja, die Klebestreifen hier unten, die ziehe ich an, dann reißen die ab, dann ist ja noch, sind ja noch so Reste unterm Akku. Ich hebe jetzt den Akku hier am Gehäuse raus. Erstens geht das Gehäuse kaputt, zweitens mal ist die Gefahr, dass der Akku euch um die Ohren fliegt, wirklich da. Ich habe das selber schon, also mir ist es noch nicht passiert, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe es selber schon erlebt, dass es hier bei uns passiert ist. Ein Mitarbeiter hat meinen Akku leider zum Explodieren gebracht und das war nicht so cool. Da ist jetzt noch ein Loch im Tisch da hinten an dem anderen Arbeitsplatz und deswegen machen wir das gescheit. Also wir zerlegen jetzt erstmal, was heißt zerlegen? Wir tun jetzt erstmal suchen wir mal den Kreuzschraubenzieher, wo ich ja schon gerade in der Hand hatte. Nehmen uns erstmal die Taptic Engine runter. Engine, Engine, bla bla bla. Nehmen uns die Taptic Engine runter. Und haben jetzt Platz zu unseren Klebestreifen. Ja, so einfach geht das. Und dann ist das mit den Klebestreifen nämlich ganz easy. Die reißen niemals ab, wenn er das ordentlich einfach auf die Pinzette aufwickelt. Ja. Und nach einer gewissen Zeit geht das dann auch so. Die ersten paar Millimeter sind manchmal schwierig. Und dann haut es in der Regel hin. Es geht auch wirklich so einfach, fast bei jedem Gerät oder bei jedem iPhone, wenn man dann weiß, wie man es machen muss und wenn man auch gut hinkommt an die Klebestreifen. Wenn man nicht gut hinkommt, wickelt das langsam auf die Pinzette auf, das funktioniert zu 99,9%. Alter Akku raus, tschüss. Neuer Akku. Was benutzen wir jetzt hier? Erst einmal benutzen wir das Original Klebeband wieder. Ja. So, dass wir hier das Ding nicht mit Teppichklebeband oder sonst irgendwelchen Mist wieder reinkleben. Jetzt bauen wir uns erstmal das Teil wieder ein. Und wir verwenden hier einen Akku, der wo natürlich auch wieder von der Software erkannt wird, ausgelesen werden kann und im Batteriezustand auch angezeigt wird. Mit so billigen Copy-Akkus funktioniert das nicht in der Regel. Gut, das sind wir auf die Seite. Dann bereiten wir unseren Akku vor. Auch jetzt werden vielleicht wieder zwei, drei Leute sagen: Oh, das ist ja Blödsinn, wo macht er das? Ich mache das hier noch ein bisschen sauber. Oder entfette mir das ein bisschen, weil ich jetzt das Klebeband hier drauf tue und das dann wesentlich besser hält. Gut, Klebeband drauf. Dann streiche ich mir das hier fest oder mache das hier fest. Dann habe ich hier hinten noch so eine Lasche, wo ich die Zugpunkte fürs nächste Mal hier verkehrt rum wieder draufkleben kann. Dann sieht das ganze Ding aus wie davor und nicht vermurkst und so wie es sein soll. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache.
Jetzt ziehe ich mir das Klebeband hier ab. Auch ganz einfach. Und lege den Akku hier wieder ein. Ja, gerade rein, schön festdrücken. Dann passt es. So. Dann, hier außenrum ist alles sauber bis hierhin. Sind wir natürlich noch nicht fertig, wenn wir jetzt das Gerät wieder zusammenbauen wollen. Das Ding ist original verklebt. Das machen wir natürlich auch wieder. Im Grunde genommen mache ich das, was ich jetzt mache, immer. Ich mache das Gerät innen drin so sauber, dass es wie neu ausschaut. Das gehört eigentlich auch dazu und das ist ganz normal. Wir haben hier unsere Klebedichtung. Geben wir jetzt hier drauf. Wunderbar. Bei den Modellen, die wo ich jetzt hier verwende, kann ich, und das wird bei vielen so sein, kann ich jetzt hier außen, nicht außen, dann kann ich jetzt das, was hier übersteht, wegziehen und habe dann trotzdem noch einen Schutzfilm auf dem Klebestreifen drauf. Hier. Ups. Was ist da drauf jetzt noch? Somit kann ich jetzt nämlich nochmal das Display genauer anschauen. Nochmal das alles sauber machen. Also was ich nicht will und was es bei mir auch nicht geben wird, das ist hundertprozentig. Außer das Gerät ist ja total schaden, muss man wegwerfen. Gut, dann mache ich jetzt das vielleicht nicht so. Aber in der Regel geht hier kein Gerät raus, wo noch irgendwelche mega Fingerabdrücke drin sind, weil ich da einen Anfall kriege, wenn ich sowas sehe. Gut, dann bauen wir das Zeug wieder drauf und wieder zusammen. Und das mache ich wirklich so. Also ich habe da, es wird bei jedem Gerät so gemacht. Es wird einfach qualitativ hochwertig gemacht. Und das ist tausendprozentig. Also, dafür stehe ich mit allem, was ich habe, weil ich das wirklich so verfuschte Geräte, die hasse ich selber. Und das will ich einfach nicht. So. Dann stecken wir das hier an. Die Abdeckung. Für den Displayanschluss, die Abdeckung, dieses Blech einfach, was die Stecker hält, was die Anschlüsse hält. Dann hätten wir fast noch was vergessen, aber keine Sorge, vergessen tun wir nichts. Aber dazu kommen wir gleich. So, das hier, gut, dann würde ich sagen, das passt. Wir können uns hier unsere Klebestreifen jetzt abziehen. Wir können auch nebenbei schon mal das Gerät starten. Ich würde euch gerne noch zeigen, dass ich in den Akku-Einstellungen das Gerät
sind den Akku Informationen, dann den Akku über das Gerät auch auslesen kann und den Zustand vom Akku bestimmen kann. Jetzt haben wir nur die Folie jetzt nochmal drauf und wieder dran, weil dann doch die Gefahr besteht, dass ich die Folie sonst mit ins Gerät einzwick, und das wollen wir nicht. Gut, dann machen wir das noch zu. Machen wir das noch zu. So, ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen rein. Kann sein, dass es noch etwas dauert zum Initialisieren, weil wir haben jetzt schon hier Batteriezustand. Und jetzt zeigt es noch nichts an, es dauert noch eine kleine Mini-Weile. So, dann warten wir aber noch, weil das will ich euch gerne noch zeigen, das ist mir wichtig. So, jetzt hat maximale Kapazität, Höchstleistungsfähigkeit. Es dauert wirklich gefühlt ewig, bis das mal so initialisiert wird. Es wird jetzt noch keine Batterienutzung angezeigt, weil er jetzt noch keine Werte hat, dass ich das iPhone benutzt habe. Und egal, wie oft ich hier noch in die Einstellungen gehe oder irgendwas mache. Hier steht es eh, wie alle aufladbaren Batterien handelt es sich bei Telefonakkus und Batterien um Verbrauchskomponenten. Diese mit zunehmendem Alter weniger leistungsfähig werden. Ja? So. Das heißt, umso weniger Kapazität hier vorhanden ist, umso weniger Leistung wird dann auch das iPhone haben, weil er dann die Leistung runterregelt. Bis es dann irgendwann einmal so weit ist, viele kennen das mit einem defekten Akku oder wo einen defekten Akku hatten, dass das so bei 20% schon mal sich das Ding einfach abschaltet und so weiter und so weiter. Wenn ihr jetzt so Originalqualität oder Originalakkus habt, dann wird euch das hier angezeigt und ihr habt da einen Überblick drüber. Passt, das war's. Viel Spaß, haut rein, ciao, servus. Muss man ausmachen auch noch. Gell?